In altri termini, noi pensiamo che l'Europa possa essere la soluzione ai gravi problemi del nostro tempo. Per molti, per i populisti, l'Europa è la causa di tutti i mali. C'è una crisi aziendale? Colpa dell'Europa. C'è l'immigrazione? Colpa dell'Europa. Qualcosa non va in economia? Colpa dell'Europa. Non è così. L'Europa è la più grande opportunità che hanno le nuove generazioni. E che noi non ci facciamo scoraggiare da ciò che è accaduto nel Regno Unito, dalle difficoltà che accadono quotidianamente. Und ich freue mich deshalb sehr, dass Frankreich, Italien und Deutschland zusammen mit der Europäischen Kommission Partnerschaften übernehmen wollen, gerade für Länder wie Niger und Mali, durch die sehr viele Flüchtlinge kommen, um ihnen in Afrika in Zukunft eine Perspektive zu geben. Und ich glaube, die Entscheidung der Kommission, Mitgliedstaaten einzuladen, gemeinsam mit der Kommission solche Partnerschaften zu gründen, ist eine gute Entscheidung, die wir auch mit Leben erfüllen wollen. Le risque majeur, ça vaut pour l'Europe comme pour d'ailleurs les nations, c'est la dislocation, la fragmentation, l'égoïsme, le repli, le retour. Nous savons que il y a des conflits qui ne sont pas réglés. Je pense à ce qui se produit en Syrie, avec ce drame à Alep, cette catastrophe humanitaire qui un jour fera honte à la communauté internationale si nous ne faisons rien.